Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe Lego Marvel Super Heroes 2. Ja. Heute mit Giant Man unterwegs und Iron Man. Du bist bestimmt froh, wieder in Aktion zu treten, was, Tony? Ja, die Sudoku-Rätsel machen einen auf Dauer wahnsinnig. Ich stehe gern so. Lasst uns etwas bauen. Hier kommt die rettende Wissenschaft. Ja, schön. Hier kommt die rettende Wissenschaft. Anscheinend läuft da eine Art Ausstellung oben in dieser Ruine. Diese Kunst verstehe ich einfach nicht. Ist aber nett, dass sie hier überall Leitern aufgebaut haben. So. Hank Pym kann natürlich auch. Ich habe das Ding erst vor einer Stunde zusammengebaut. Tja. Wie kann das denn jetzt schon wieder kaputt sein? Ja. Ich hatte doch erwähnt, dass mir Hulk geholfen hat, die Sachen raufzutragen. Ach, hat Hulk kaputt gemacht. Seht ihr? Der Schaden war doch gar nicht so schlimm. Ganz schnell repariert. Keine Ahnung. Hauen wir sie einfach alle kaputt. Der Hausmeister wird dann schon wegräumen, was wir nicht benutzt haben. Na also, so gut wie neu. Vielleicht sollten wir noch einen für Hulks verboten Aufkleber draufkleben. Dann gibt hier alles Teil ran. Dankeschön. So. Okay, so viel zur Steuerkonsole. Und jetzt haben wir was, wo wir unsere Zahlen eingeben. Sehr schön. Oben, oben, unten. Okay. Kang hier. Ich frage mich, warum ich keine Anerkennung dafür erhalte, dass ich es geschafft habe, nicht ein, nicht zwei, sondern gleich. So. Hauptsache in die Schnauze. Mist. Ich hoffe, du weißt noch, wie man das Ding zusammen. Mit Kreis. Warte, das ist verkehrt. Da fehlt ein Teil. Na, weit weg kann es ja nicht sein. Okay. Entwarnung. Euer fehlendes Teil ist hier unten. Na, da bin ich aber. Voila. Gar nicht übel, wenn ich mich mal selbst loben darf. Ja, das müsste funktionieren. Alles einsatzbereit? Dann kann es von meiner Seite aus losgehen. Sagt, wenn ihr bereit seid. Alle Systeme Angriff. Okay, zeig, was wir drauf haben. So, wir setzen einfach mal die Geschichte fort. Schnallt euch an für die neuesten Neuigkeiten. So groß, so gewaltig, mit einem Wort echt riesig. Gut, das sind zwei, verklagt mich. Unsere Helden haben einmal etwas richtig gemacht und den Nexus wieder zusammengesetzt und ein Raumzeitportal geöffnet. Warum? Ihr fragt warum? Wo lebt ihr denn in Lemuria? Die Avengers und der Rest bringen das mondgroße Nowhere hierher. Darum. Es wäre viel schneller gegangen, wenn Spider-Man nicht dabei gewesen wäre. Hank Pym mit seinem übergroßen Gehirn denkt, dass es an Bord etwas gibt, womit der Energieschild um Kangs Zitadelle deaktiviert werden kann. Einfach runterkrachen lassen, sage ich. Halt, wenn die das vermasseln, könnte dieser riesige Weltraumschädel die halbe Stadt platt machen. Angst. Also, drücken wir jetzt den Knopf oder was? Da gibt es viele Interferenzen. Hey, Rocket. Weißt du zufällig noch, ob Nowhere einen Schnurrbart hatte? Meines Wissens nach nicht, nein. Ego. Oh. Der lebende Planet. Wer hat mich durch Raum und Zeit
und Galaxien gerufen. Nicht schuldig, Kumpel. Oh doch, du hast den Hebel umgelegt. Ich schätze, wir hätten alles nochmal durchrechnen sollen. Die Berechnungen waren perfekt. Ich habe gerade eine Nachricht erhalten. Wir sollten das Gerät besser nicht aktivieren. Kang weiß, was wir vorhaben. Woher weißt du das? Keine Ahnung, es war eine weibliche Stimme. Möchtest du vielleicht mal fragen, was wir tun sollen, wenn wir es doch aktiviert haben? Kang, er wird für seine Unverschämtheit bezahlen. Sobald ihr für eure Unfähigkeit bezahlt habt. Ein kleines bisschen. Muss wohl noch angepasst werden. Wasp, wir werden dabei Hilfe brauchen. Jetzt dürfen wir gegen einen Planeten kämpfen. Okay, Tony. Wie lautet der Plan? Als erstes müsst ihr eine Satellitenverbindung aktivieren und einrichten. Die Schüssel ist schon aufgebaut. Ihr müsst sie nur noch korrekt ausrichten. Leichter gesagt als getan, wenn wir ständig von Kang angegriffen werden. Ach, jetzt macht euch mal nicht in die Hosen und fangt an. Als ob es das Schlimmste wäre, die böse Knägel zu werden. Schöne Zeitlupe. Ah, damit das Ganze schon dramatisch aussieht. Ich glaube nicht, dass es da, wo ich herkomme, so etwas gibt. Okay. Nächster Teil. Hey, ja, stimmt die wohl. Zukunft sieht doch gar nicht so schlecht aus. Was haben wir hinten noch? Da ist irgendwas mit Scheiben. Da ist doch vielleicht den Zaun durch. Da können wir den Zaun nicht. Hier können wir nicht. Nee. Guck mal. So einfach geht's. Ja, können wir kaputt machen. So. Da können wir noch verteilen. So, das haben wir auch kaputt gemacht. Da sieht man mal, man muss keine. Man muss nicht viel reden, um irgendwie zu erreichen. Der Black Bolt beweist es ja. So. Jetzt haben wir den Spider-Man. Zack. Oh, ich erledige das. Davon haben wir eine Menge bei uns in der Zukunft. Okay, jetzt kommt Wasser. Das löscht das wahrscheinlich. Oh, ein Rasensprenger, wie süß. Ich glaube, damit kann ich etwas anfangen. Da muss ich ganz nass hier. Nicht schön, dass der uns hier nass macht. Oh, noch ein Teil. Ob in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Ein kleines Geschenk. Vielleicht kriegen wir das sogar hin hier ohne irgendwelche Zusatzcharaktere. Wobei, uns hier Black Panther. Na, ganz kriegen wir das nicht hin. Aber wir können schon mal ziemlich viele Mini-Kit-Teile sammeln. Ah, da ist noch einer. Auch in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Ja, der kann es ja nicht so. Geschenk ist immer nett. Okay.
Ja, dann kümmern wir uns jetzt mal mit Wasp. Okay, dann ist nichts mehr. So. Köpfe drücken. Das ist wahrscheinlich von Star entwickelt. Das? Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich Satellitenschüsse einmal neu ausrichten, oder? So. Geschafft! Die Verbindung steht. Was jetzt? Okay, jetzt müsst ihr einfach das Satellitennetzwerk so ausrichten, dass auf der richtigen Frequenz eine Resonanz-Feedback-Welle entsteht, die wir scharf stellen können. Also sollen wir sie aufeinander richten? Ja, genau. Aber du musst es wirklich nicht absichtlich einfach ausdrücken. Niemand mag besserwisserische Angeber. Ja, niemand mag das. Musste ich auch schon ein paar Mal feststellen. Wobei es tatsächlich Spaß macht, die Leute irgendwie... Oder? Doch langweilig, wenn mit hochgestochenen Wörtern zu verwirren, zu verunsichern. Das ist einfach, da braucht man ihn nur drehen. So. Hätten wir das auch schon geschafft. Okay, Tony. Sie sind verbunden. Du kannst loslegen. Prima. Jetzt müssen wir nur... Warte, was? Wieso ist denn jetzt der Strom weg? Bei uns ist der Strom ausgefallen, Team 2. Ihr müsst das bitte für uns beheben. Oh, sicher. Nur leider haben die Halunken den Großteil der Ausrüstung zerstört. Die sind ja wirklich echt böse. Passt auf, wir müssen nur noch den Umwandler unter Strom setzen. Das muss doch irgendwie möglich sein. Okay, Team. Findet etwas, das uns hilft, Strom wieder einzuschalten. Juhu. Klare Sache, Cap. Gehen wir es an. Erstmal muss ich da hinten in die Ecke gehen, wo wir es kaputt geschossen haben. Bevor wir irgendwas anderes machen. Da brauchen wir White Tiger für. Da brauchen wir Tor. Tor ist offen. Tor. Pflanzen gießen. Wir haben Ant-Man gekriegt. Zwar den alten, ekligen Ant-Man, aber wir haben Ant-Man gekriegt. Oh. Tor am Rasenmähen. Das steckt jetzt irgendwie fest. Aha. Das ist gar nicht so einfach, das Ding zu steuern. Das ist wie beim Autoscooter. Jetzt ein kleines Teilchen hält uns auf. So, da brauchen wir doch das Strange. Den haben wir natürlich nicht. Der ist ja oben auf dem Dach.
Lass mir die Rasen hier noch bestehen. Okay, dann können wir nichts dran werfen. So. Ah, jetzt sind die Bumper ausgerichtet. Also muss einer da oben ran. Damit Captain America sein Schild werfen kann. Von wo aus? Ach, von hier. So funktioniert das. Das doch wunderbar. So viele Einzelteile. Es scheint zu funktionieren. Tony, könnte Thor vielleicht etwas Strom reinblitzen? Lieber nicht. Der Umwandler benötigt eine gleichmäßige Stromzufuhr. Eine kurzzeitige Spannungsspitze würde ihn überlasten und uns in deine Jugend zurückversetzen. Nett. Die Steinzeit. Also so alt bin ich nun auch wieder nicht, Tony. Wasserenergie, Windenergie, haben wir schon. Atomkraftwerk. Ich hoffe, es wird ein Atomkraftwerk. Noch mehr Superhelden. Die ganzen Schüsse einfach abfallen. Oh, wir haben Schneemann gebaut. Das kann ich bestimmt. Können wir Schneemann noch kaputt machen? So, perfekt. So, Schneemann ist auch kaputt. Also das ist auch schon erledigt. Was bleibt jetzt noch zu tun? Wir können mit Thor gleich einmal kurz hier oben lang fliegen. Okay, da kriegen wir nicht mehr raus. Und dann brauchen wir Star-Lord für, den haben wir jetzt ja nicht dabei. Warum kämpft der eigentlich nicht gegen den Daddy? Vor allem, der hat noch nicht mal erwähnt, dass das ein Daddy ist. Okay, könnte auch daran liegen, dass das in den Marvel Comics ein kleines bisschen anders ist. So, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Alle Steine rausgesammelt. Wunderbar. Ach, ein Laufrad. Ein Bewegungsenergie. Schade, kein Atomkraftwerk, aber. Jemand anders sollte sich besser um das da kümmern, was auch immer das ist. Sieht gut aus, Thor. Das Hamster im Laufrad. Mann. Tor, der Hamster im Laufrad. So. Jetzt haben wir es. Voll Energie. Jetzt schwang ich meinen Hammer und wir sind durch die Lüfte geflogen. Vergessen.
Was hat denn so ein Gerät? Okay. So, jetzt in den Schalter gelegt und fertig. Ah, gut. Der Strom scheint wieder zu fließen. Ihr habt beide Quantenenergiegeneratoren erneuert? Mehr oder weniger. Wir haben Saft oben auf dem Dach. Oh, sie halt. She-Hulk, Spider-Gwen und Rocket. Ninjas. Darf ich zugeben, dass mir das Spaß macht? Es tut es nämlich. Ihr macht das gut, Leute. Macht das so. Okay. Das hätten wir auch geschafft. Kang, diese Frechheit werde ich dir nicht verzeihen. Du wirst bezahlen. Also doch, nicht so falsch den Hebel umzulegen. Ja, gut gemacht. Ich glaube, ich brauche... Hat ihn doch zu viel Energie gekostet. Ich wusste, die Koordinaten sind richtig. Ja, reibungslos. Ist klar. Reibungslos. Ego, der Lego-Planet. Eine Straße nach Nowhere. Ich hab bei Bart im Gesicht. Ich bin der Ego. Der Ego. Sechs Stück von 10. Oh, wir haben Ant-Man und Ant-Man freigeschaltet. Da habe ich schon gefragt, wo der sich rumtreibt. Aber den habe ich gerade eben gar nicht gesehen. Das ist schade. Natürlich, den muss man ja wieder kaufen. Der Klassiker. Gute Arbeit, Strange. Ruh dich jetzt ab. Ich versuche, das Nova Corps zu kontaktieren. Sie sollen bereit sein, wenn der Energieschild zusammenbricht. Falls der Schild zusammenbricht. Es ist soweit, Leute. Zeit für den Kampf gegen Kang. Du bist ja wohl das süßeste Ding überhaupt. Kann ich dich in meine Fanfiction reinschreiben? Ich bin Groot. Ich nehme das mal als ein Ja. Danke. Du wolltest was sagen? Cosmo hat das meiste von Nowheres Primärenergie über eine Reihe von Subrelay-Stationen geleitet. Wenn du drin bist, setzt die Hauptsingularitätszelle ein. Der resultierende Faraday-Effekt erzeugt über den Quantenemitter ein Verzerrungsfeld. Ja. Alles klar. Weißt du was? Überlass das einfach Stark. Wo ist Tony? Und, bereit? Oh, ich kann es nicht erwarten, einen sprechenden Hund zu treffen. Okay, Leute. Seid ihr soweit? Schöner Anzug. Danke. Habe ich selbst modifiziert. Entschuldige mich, Mann. Ja, halt eilig. Bist du in Ordnung? Au. Machen wir den großen Schädel am Himmel bereit und stellen uns Kangs unheilvollen Truppen heraus. Juhu, Nowhere. Oh, das Ding ist viel hässlicher, als ich es in Erinnerung hatte. Nun, es ist ein großer schwebender Schädel. Schönheitswettbewerbe standen immer außer Frage. Beeilt euch! Ich möchte den sprechenden Hund kennenlernen! Bitte eilt zu Cosmo! Oh, wir benutzen mal den neuen Iron Man-Anzug. Dies
Und da wir ja noch ein bisschen Zeit haben. An die Bürger von Chronopolis. Wie wäre es, wenn wir uns einfach mal hier hinstellen? Oh. Danke, dass du mich gerettet hast. So. Selfie time. Ganz schön kühl hier oben. Hm? Also richtig kühl. Ihr wisst noch den Weg? Durch die Augenhöhle, dann geradeaus, bis ihr Blinklichter von Cosmos Kommandozentrale seht. Ja, mach schon die beide dieselbe Pose. Irgendwas muss da in der Höhle der Drachen passiert sein. Das ist doch nicht los. So. Jetzt haben wir auch ein Foto als Erinnerung. Egal wie alt du bist, nichts geht. Was machen wir denn jetzt? 4 Minuten haben wir noch. Ich glaube, wir könnten. Genau. Ja, hier haben wir das schon. Da haben wir das, da haben wir das, da haben wir das. Da haben wir das, da haben wir das, da haben wir das. Da haben wir das, da haben wir das, da haben wir das. Also überall haben wir das Ding schon freigeschaltet. Ja, dann geht's jetzt erstmal auf nach Nowhere, würde ich sagen. Das schaffen wir in den letzten 3 Minuten, wobei wir können die Folge ein bisschen kürzer machen, so ist es hier nicht. Jetzt machen wir schon etwas länger. Machen wir die halt ein bisschen kürzer. Ja, irgendwie sieht das gut aus. Was? Cool, wie sich die Umgebung verändert. Cool. So. Oh. Können wir das denn nie retten? Aktiviere alle Kartenpunkte in allen Gebieten. Warum haben wir die nicht aktiviert? Wo haben wir? Atelan haben wir? Ja, wahrscheinlich Zitadelle, oder? Da haben wir, da haben wir, da haben wir, da haben wir. Da haben wir auch, da haben wir auch, da haben wir auch, da haben wir auch. Sonst haben wir es überall aktiviert. Fehlt nur noch. Keine Zitadelle, aber da kommen wir doch nicht rein. Ja, würde ich sagen, dann war es das für diese Folge, oder? Was mit ihr? Oh, Entschuldigung, Iron Man. Star-Lord, der legendäre Gesetzlose. Okay. Kann ich den Helm aufsetzen? Kann ich den Office machen? Ah, der hat sein Handy. Stark hat auch ein Handy. Hm. Cool. Ja, übertreiben wir ein bisschen. Wir gucken uns mal ein bisschen die Schädel an. Der kleine Schädel. Und falls es euch nicht auffällt, ja, ich schwinge gerade höher.
Das sieht man nicht so gut am Schädel. Hä? Wer kämpft denn da? Hallo. Hallo? Sag mal, bist du gut hier? Kämpft der hier oben einfach auf dem Schädel? Hätte sich nicht normalerweise jetzt den Fallschirm aktivieren müssen? Es scheint hier das Spider-Man aus Homecoming zu sein. Zumindest im Anzug zufolge. Ja, wie gesagt, wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Bis dann.